Eine sterile Ärztin ist schockiert, als sie einen Jungen sieht, der sagt: Mama, ich wollte dich schon immer kennenlernen. Es war ein heißer Morgen, und die Ärztin Sandra konnte es kaum erwarten, dass ihre Schicht zu Ende ging. Sie liebte ihre Arbeit, aber sie war sehr müde, weil sie an diesem Tag mehrere Babys entbunden hatte. Sandra war Geburtshelferin und liebte Kinder, aber durch eine bittere Fügung des Schicksals hatte sie ein Myom, als sie noch sehr jung war, und musste sich die Gebärmutter und die Eierstöcke entfernen lassen. Damals beeinträchtigte es sie nicht, aber jetzt war es eine Last, die sie mit sich herumtrug, und sie konnte nicht so gebären, wie sie es sich wünschte. Eine Adoption war eine Option, aber ihr Alltag war sehr stressig und sie konnte es sich im Moment nicht leisten. Um 2 Uhr morgens konnte sie endlich das Krankenhaus verlassen. Sandra packte alle ihre Sachen in ihre Tasche und ging zu ihrem Auto. Ihr Auto stand außerhalb des Krankenhausparkplatzes, da es morgens keine Parkplätze gab. Also stellte sie ihr Auto in einer nahegelegenen, ruhigen Straße ab. Als sie die Tür des Krankenhauses verließ, sagte ihr der Wachmann in der Morgendämmerung, dass er sie zu ihrer Sicherheit zu ihrem Auto begleiten würde. Sandra bedankte sich bei ihm, bestand aber darauf, dass das nicht nötig sei. Es sind nur 2 Blocks und um diese Zeit ist niemand in der Nähe, es wird also nichts passieren, sagte sie. Sie ging in aller Ruhe die Straße hinunter, schaute sich aber immer wieder um, um sicherzugehen, dass alles ruhig war. Schließlich entdeckte sie das Auto und fühlte sich erleichterter. Im Auto packte Sandra ihre Sachen zusammen und machte sich bereit, den Schlüssel einzustecken und den Wagen zu starten, doch ein lauter Knall auf der Rückbank schreckte sie auf. Sie sah nicht, was es war, und erschrak, weil sie dachte, es könnte ein Tier sein, oder schlimmer noch, jemand, der versuchte, in das Auto zu gelangen. Sandra ließ den Motor an, als sie einen schlecht gekleideten, schmutzigen Mann sah, der gegen die Autotür hämmerte, was sie erschreckte. Der Mann sagte nichts, er klopfte nur mit einer Hand an das Autofenster und fasste sich mit der anderen an Brust und Hals. Sie dachte nicht nach und ihr Instinkt veranlasste sie, sofort Gas zu geben und aus dem Auto zu steigen. Als das Auto wegfuhr, bemerkte sie, dass der Mann auf die Knie gesunken war und wie aus dem Nichts auf den Boden fiel. Brauchte er Hilfe, oder tat er nur so? Wenn es Theater war, könnte der Mann sie verletzen, aber wenn er wirklich Hilfe brauchte, könnte sie jemanden in Gefahr bringen und ihm die Hilfe verweigern. Sie überlegte es sich anders und beschloss, dem Obdachlosen zu helfen. Die Tatsache, dass sie ein großes Herz hatte und Ärztin war, spielte bei ihrer Entscheidung eine große Rolle. Sandra wendete das Auto, hielt neben dem Mann und bat in einem leisen Gebet um Schutz, damit ihm nichts passierte. Sie nahm ihren ganzen Mut zusammen, öffnete die Autotür und ging zu dem Mann hinüber. Sie drehte ihn um und überprüfte seine Anzeichen, und er war tatsächlich ohnmächtig. Sie bemerkte, dass er sich den Hals hielt, und als sie ihre Hand wegnahm, sah sie, dass sein Hals geschwollen war, als ob etwas in seinem Hals steckte. Könnte er sich verschluckt haben? Sandra sammelte ihre Kräfte und hob den Mann, der etwas dünner und kleiner war als sie, hoch und leistete erste Hilfe, weil sie dachte, er würde ersticken. Nach kurzer Zeit ließ er schließlich etwas aus seinem Mund heraus, das wie ein Knochen oder so aussah. Müde setzte Sandra den Mann sanft wieder ab und hörte, wie er hustete und tief einatmete. »Vielen Dank, Miss«, sagte er sanft. Sandra fragte, wie er sich fühle, und der Mann versuchte wieder zu sprechen, aber die Worte wollten nicht herauskommen. Sie ergriff eine weitere Chance und bat ihn, sie ins Krankenhaus zu fahren.
Sandra öffnete die Autotür, der Obdachlose stieg ein und sie fuhr zwei Blocks weiter zu dem Krankenhaus, in dem sie arbeitete. Der Wachmann war misstrauisch, als er den Mann in ihrem Auto sah, aber Sandra erklärte ihm alles, und er half ihm in einen Rollstuhl. Sie begleitete ihn in die Notaufnahme und ließ ihn vor der Tür des diensthabenden Arztes stehen. Zu diesem Zeitpunkt hätte sie nach Hause gehen können, aber sie wartete, bis ihre Untersuchungen abgeschlossen waren. Der Arzt sagte, es sei nichts Ernstes, er habe sich verschluckt und den Hals ein wenig verletzt, aber er würde bald wieder gesund werden. Die Tests zeigten jedoch noch etwas anderes. Er war stark unterernährt und dehydriert, sodass er nur diese Nacht im Krankenhaus bleiben würde. Sandra war erleichtert, dass es ihm gut ging und sie endlich nach Hause gehen konnte. Sie war so müde, dass sie, als sie nach Hause kam, nicht einmal duschte oder ins Bett ging, sondern sich einfach auf das Sofa setzte und einschlief. Am nächsten Tag, nachdem sie geduscht hatte, ging sie in den Supermarkt und erledigte einige Einkäufe. Dann ging sie zum Krankenhaus, um nach dem Mann zu sehen, dem sie geholfen hatte. Als sie dort ankam, sah sie den Mann aus der Eingangstür kommen, er war bereits entlassen worden. "Hallo, wie geht es Ihnen?" fragte sie. "Mir geht es gut, danke, dass Sie mir gestern geholfen haben, und es tut mir leid, dass ich Sie im Auto erschreckt habe." "Das wollte ich nicht, aber ich war verzweifelt", sagte der Mann. "Mein Name ist Ricardo, und nochmals vielen Dank." Sandra folgte ihm über den Parkplatz und erfuhr, dass er zwar nicht obdachlos war, aber eine schwere Zeit durchmachte und in einer Wohngemeinschaft lebte. Er hatte seit Tagen keine anständige Mahlzeit mehr bekommen und war sehr hungrig. Beim Durchstöbern des Mülls fand er etwas, das wie ein weggeworfenes Mittagessen aussah, und verschluckte sich, als er einen Knochen aß, den er nicht gesehen hatte, weil er im Dunkeln aß. "Warte einen Moment, ich habe etwas für dich", sagte Sandra. Sie ging zu ihrem Auto und holte ein paar Supermarkttüten für ihn heraus. Ricardo wusste nicht, wie er ihr danken sollte und lächelte nur, "Vielen Dank." Die beiden verabschiedeten sich und Sandra ging ins Krankenhaus, um mit einigen Arbeitskollegen zu sprechen. Dann kehrte sie nach Hause zurück, wo sie ein paar Tage frei haben würde. 3 Monate später setzte Sandra ihre Arbeit im Krankenhaus fort und arbeitete fast immer nachts und in den frühen Morgenstunden. Sie beschwerte sich bei der Krankenhausleitung über den Parkplatz, es gab keine speziellen Parkplätze für Ärzte, sodass sie ihr Auto fast immer woanders abstellen musste. Oft musste sie bis in die frühen Morgenstunden zu ihrem Auto laufen. Bis zu dem Tag, an dem sie um 3 Uhr nachts aus dem Haus ging, war nichts passiert. Sie wurde von 3 Männern angesprochen, bekam Angst und wollte schreien, aber einer von ihnen bedrohte sie. Die Täter nahmen ihr die Handtasche weg und wollten, dass sie für sie das Auto fährt. Als sie in die Nähe des Wagens kam, erschien Ricardo. Er bemerkte, dass sie Angst hatte und sagte ihnen, sie sollten sich von ihr fernhalten. Leider hatte Ricardos Versuch keine Wirkung und sie verletzten ihn schließlich schwer. Sandra schrie sie an, sie sollten aufhören, aber das änderte ihr Verhalten nicht. Glücklicherweise erreichte Sandras Hilferuf einige Leute, die vorbeifuhren und zu Hilfe kamen. Die Täter ergriffen daraufhin die Flucht und vergaßen dabei, Sandras Handtasche und ihr Mobiltelefon mitzunehmen. Sie war sehr besorgt um Ricardo und brachte ihn ins Krankenhaus. Nach ein paar Stunden sagte der Arzt, dass es ihm gut gehe und er keine ernsthaften Verletzungen erlitten habe, dass er aber wegen seiner Prellungen ein paar Tage im Krankenhaus bleiben müsse.
Sandra bedankte sich ausgiebig dafür, dass er ihr Leben gerettet hatte, und tat, was sie konnte, um ihm zu helfen, während er im Krankenhaus lag. Ihre Arbeitskollegen fanden es interessant, wie sie ihm das Leben rettete und er ihr ein paar Monate später das ihre. Also beschlossen sie, eine Aufnahme zu machen und fotografierten die beiden. Das Foto wurde ihr und ihm als Souvenir geschenkt. Sandra war auf dem Weg zurück zur Arbeit, um zu sehen, wie es Ricardo ging, aber als sie ankam, war er nicht da. Als sie mit dem Arzt sprach, der ihn behandelte, sagte er, dass er ihn entlassen habe, und Ricardo verließ das Krankenhaus. Sie hoffte, dass er eines Tages in der Nähe des Krankenhauses auftauchen würde, und fuhr sogar in den frühen Morgenstunden mit ihrem Auto einige Straßen entlang, in der Hoffnung, ihn zu sehen, aber sie sah ihn nie wieder. Sie wollte sich bei diesem Mann bedanken, der nicht viel hatte, aber viel Mut. 13 Jahre später, es war ein heißer Nachmittag, war Lukas müde, er wünschte sich, nach Hause zu gehen, aber er musste noch mehr Schuhe polieren, damit er sich an diesem Tag etwas zu essen leisten konnte. Er war jetzt 18 und lebte allein, da er keine lebenden Verwandten hatte. Das Leben war nicht einfach, aber er hatte immer ein Lächeln im Gesicht und die Hoffnung, dass alles gut werden würde. Wenn die Sonne unterzugehen drohte, nahm Lukas jeden Tag denselben Weg. Er ging vor dem Krankenhaus vorbei und hielt Ausschau nach einer bestimmten Frau. Da geht meine Mutter, dachte er. Schon seit ein paar Tagen hielt er vor dem Krankenhaus an, um sie zu sehen, aber es gelang ihm nicht jeden Tag. Einmal gab Lukas vor, krank zu sein, um gesehen zu werden, aber er konnte seine Mutter im Krankenhaus nicht finden. Als er nach Hause kam, lag er im Bett und überlegte, wie er mit ihr reden könnte. Er hatte Angst, denn er hatte immer gewusst, dass sie ihn gleich nach seiner Geburt zurückgewiesen hatte. Doch eines Tages, als er Schuhe putzte, sah er sie zufällig vorbeigehen. Lukas rannte sofort los, um ihr zu folgen, und sah, dass sie in einem Laborkittel das Krankenhaus betreten hatte. Dass seine Mutter Ärztin war, konnte er sich nicht vorstellen. Obwohl seine finanzielle Situation schlecht war, wollte er kein Geld von seiner Mutter, es würde reichen, sie kennenzulernen und ein bisschen zu plaudern, aber die Angst, dass sie wütend wird, war größer. Wenn sie mich nicht wollte, als ich geboren wurde, warum sollte sie mich dann jetzt, als Erwachsenen, wollen? Dachte er. Er überlegte mehrmals, wie er sich ihr nähern könnte, aber es fiel ihm nichts ein. Lukas war so besessen davon, mehr über seine Mutter herauszufinden, dass er einen Freund, der ein Motorrad besaß, bat, ihm zu helfen, herauszufinden, wo sie wohnte. Da er ihre Termine kannte, folgten Lukas und sein Freund seiner Mutter nach Hause. Es war ein wunderschönes Haus, aber Lukas weinte, als er sah, wer aus dem Haus kam. Kurz nachdem sie eingetreten war, kam eine Frau in der Uniform eines Kindermädchens aus dem Haus. Kurz darauf kam die Ärztin mit dem Kind auf dem Arm heraus und küsste es liebevoll. Lukas war neidisch, er hatte nie die Liebe einer Mutter erfahren und war nun allein auf der Welt. Er bat seine Freundin, ihn nach Hause zu bringen, er war am Boden zerstört. Weil sie ein anderes Kind hatte, aber mich hat sie verlassen, dachte er bitter. Das machte ihn traurig und er ging nie wieder ins Krankenhaus, um sie zu sehen. Sein Herz war verletzt, er fühlte sich von niemandem mehr geliebt. Ein paar Tage vergingen und er versuchte, seine Mutter zu vergessen, aber das Schicksal hatte noch mehr Überraschungen für ihn auf Lager. Lukas bekam endlich einen festen Job, und zu seiner Überraschung war dieser nur einen Block von ihrem Haus entfernt.
Er war froh, mehr zu verdienen, aber er würde das Risiko eingehen, seine Mutter in der Nähe zu sehen. Ein paar Wochen später bekam er in der Druckerei, in der er arbeitete, Besuch, und zu seiner Überraschung war es seine Mutter. Sein Herz raste, aber er versuchte, ruhig zu bleiben. "Guten Morgen, können Sie ein paar Kopien von diesem Dokument machen?", rief die Frau. "Guten Morgen, ich brauche nur einen Moment." Während er Kopien vom Ausweis seiner Mutter anfertigte, fand er schließlich ihren Namen heraus, Sandra. Das war der Name der Frau, die ihn verlassen hatte, aber dann doch ein Kind bekam. Lukas wollte wütend sein, aber er konnte es nicht. Dann ging sie, und Lukas ging seiner täglichen Routine nach. Monate später kam Lukas abends von der Arbeit, es war bereits 10 Uhr und er war sehr müde. Zu seiner Überraschung fuhren keine Busse, weil sie streikten, und zu allem Übel hatte er kein Geld für ein Taxi. Ihm blieb nichts anderes übrig, als zu Fuß nach Hause zu gehen, und das würde eine Stunde dauern. Er kam am Haus seiner Mutter vorbei und sah, dass im Fenster Licht brannte. Neugierig ging er daran vorbei und sah, dass sie auf dem Sofa schlief. Er fand es merkwürdig, dass sie auf dem Sofa schlief. Könnte noch jemand im Haus sein? Als er auf die Straße zurückkehrte, sah er das geparkte Auto und bemerkte etwas Seltsames darin. Nachdem er sich dem Auto genähert und es sich genau angesehen hatte, da die Fenster sehr dunkel waren, erschrak Lukas, als er in dem geschlossenen Auto ein Baby sah. Er war verzweifelt, denn das Baby schien zu schlafen. Lukas rannte zu Sandras Haus und klopfte verzweifelt an ihre Tür. Sandra, die schläfrig war, erkannte nicht einmal die Gefahr, einem Fremden die Tür zu öffnen, aber sie öffnete sie trotzdem. "Mama, ich wollte dich schon immer kennenlernen, aber im Auto ist ein Kind eingeklemmt." Sandra war schockiert, dass der Junge sie Mama nannte, aber als sie von ihrem Sohn hörte, rannte sie verzweifelt los. Sie war so müde von den vielen Schichten, dass sie ihren Sohn im Auto vergaß und sich einfach auf das Sofa setzte und einschlief. Sie weinte, als sie sah, dass er nicht mehr atmete. In ihrer Verzweiflung nahm sie ihn mit ins Haus und Lukas ging mit ihr hinein. Zum Glück half ihr 25-jähriges Wissen als Geburtshelferin, das Leben ihres Sohnes zu retten. Das Baby hustete und weinte, sehr zu ihrer Erleichterung. Sandra stieg ins Auto, um ihren Sohn zu weiteren Untersuchungen zu bringen. Lukas ging gerade weg, als sie ihn rief, er solle mitkommen, damit sie sich bei ihm bedanken könne. Im Krankenhaus unterzog sie ihren Sohn weiteren Tests, und alles war in Ordnung. Wenn Lukas ihn in diesem Moment nicht gesehen hätte, hätte er vielleicht nicht überlebt. "Vielen Dank, Sie haben meinem Sohn das Leben gerettet, ich kann Ihnen nicht genug danken", sagte Sandra. Lukas schwieg und sah ernst aus. "Es ist etwas passiert", sagte sie. Lukas holte seine Brieftasche hervor, zog ein Foto heraus und gab es Sandra. Sie lächelte breit, als sie es sah. "Mein Gott, es ist schon so viele Jahre her, kennst du Ricardo? Ich bin ihm sehr dankbar, er hat mir einmal das Leben gerettet, aber ich habe ihn nie wieder gesehen", sagte Sandra. Lukas war noch mehr verwirrt und fragte direkt nach. "Bist du meine Mutter?" Sandra öffnete ihre Augen und lachte. "Woher hast du das, junger Mann?" "Ich wäre gerne die Mutter eines so hübschen Jungen, aber ich kann keine Kinder bekommen, ich wurde unfruchtbar geboren. Mein Sohn ist adoptiert, wie kommst du darauf, dass ich seine Mutter bin?" Lukas war das sehr peinlich und lachte nervös. "Mein Gott,
Ich habe monatelang gedacht, sie wären meine Mutter, ich schäme mich so. Ricardo war mein Vater, er ist vor ein paar Jahren gestorben und ich bin bei einem Freund von ihm aufgewachsen. Als ich 18 wurde, zog ich alleine aus. Mein Vater sprach nie über meine Mutter und wollte nicht, dass ich sie kennenlerne. Er sagte nur, dass sie ihn kurz nach meiner Geburt verlassen hat. Ich wollte immer wissen, wie sie hieß oder wo sie war, aber ich war nur auf seinen Namen eingetragen. Nach dem Tod meines Vaters behielt ich einige seiner Sachen als Andenken und fand ein Foto. Wir waren immer arm, deshalb war ein Foto ziemlich selten, und auf diesem Foto waren sie mit ihm zusammen, und hinter ihnen war ein Krankenhauszimmer. Ich stellte mir vor, dass dieses Foto ihn zeigt, wie er am Tag meiner Geburt neben meiner Mutter steht. Vor Monaten sah ich dich im Vorbeigehen im Krankenhaus, und du sahst genauso aus wie auf dem Foto von vor Jahren. Damals wusste ich, dass du es bist, aber ich war so geblendet von dem Wunsch, sie zu finden, dass ich es nicht durchdacht habe, es tut mir leid. Meine Liebe, es tut mir leid, aber das Foto wurde an dem Tag aufgenommen, als dein Vater mich vor ein paar bösen Jungs gerettet hat. Sie und ihr Vater haben mein Leben und das meines Sohnes gerettet. Kann ich etwas für sie tun? Dies ist eines der wenigen öffentlichen Krankenhäuser in der Region. Wenn sie hier geboren wurden, kann ich den Namen ihrer Mutter herausfinden. Sandra suchte in den privaten Geburtsdaten nach dem Geburtsdatum von Lukas und seinem Namen. Als sie nachsah, stand dort der Name seiner Mutter. Der Junge war so glücklich, dass ihm die Augen tränten. Nachdem Sandras Baby entlassen worden war, bot sie ihm an, ihn nach Hause zu fahren und setzte ihn dort ab. Er suchte im Internet nach seiner Mutter und entdeckte zu seiner Freude, dass sie in einem Restaurant in der Nähe arbeitete. Lukas traf Sandra regelmäßig, und sie lud ihn zum Mittag- oder Abendessen ein, wenn sie zu Hause war. Die Bindung zwischen den beiden wurde von Tag zu Tag stärker, sie gab ihm Ratschläge und drängte ihn, ein besserer Mensch zu werden. Eines Tages wollte er endlich seine Mutter treffen und Sandra nahm ihn mit ins Restaurant. Er setzte sich hin und sah sie endlich, und da er schon lange gewartet hatte, kam er gleich zur Sache. Ich bin der Sohn von Ricardo, sagte er. Wow, das hätte ich nicht erwartet, du bist ganz schön erwachsen geworden, Junge. Du willst doch kein Geld, oder? Ich schulde vielen Leuten etwas, und du scheinst ziemlich erwachsen zu sein, sagte seine Mutter. Nein, ich will nichts, sagte Lukas traurig. Dann gehe ich eben zu den anderen Tischen, denn ich brauche diesen Job. Mach's gut, Junge. Lukas verließ das Café und sah, dass Sandra noch draußen in ihrem Auto saß. Er erzählte ihr von dem Treffen und brach einfach weinend in Sandras Armen zusammen. Vielleicht wusste sein Vater, dass seine Mutter ihn so behandeln würde, und wollte ihr nie sagen, wo sie war. Er war noch tagelang erschüttert, aber er hatte die Unterstützung von Sandra, die sich an den Jungen klammerte. Sie riet ihm, sich auf sich selbst zu konzentrieren, auf seine Zukunft. Die einzige Person, die dich nicht verlassen kann, bist du selbst, sagte sie. Mit von Sandra geliehenen Büchern lernte Lukas fleißig und schaffte es, an einer Universität aufgenommen zu werden. Trotz seines jungen Alters war er unabhängig und sehr verantwortungsbewusst. 10 Jahre später wurde Lukas Psychologe und verließ gerade sein Büro, als er einen Anruf von seiner Frau erhielt, die in den Wehen lag. Er eilte ins Krankenhaus, und als er dort ankam, hielt Sandra ihren Sohn in den Armen. Es ist ein wunderschönes kleines Mädchen, sagte sie. Lukas war überglücklich, seine Frau,
die er nun als Mutter betrachtete, mit ihrer Tochter im Arm zu sehen.